Ich glaube, das war der Pfarrer, der auf dem Bild war, oder? Jess, come back! Schulerhaus, yay! Endlich! Ich habe schon nicht mehr dran geglaubt. Nein, ich will mich hier nicht drin verstecken. Nein, ich will. Nein, ich will mich hier nicht drin verstecken. Ich wollte nur gucken, ob da was drin ist. Gerade mal durchatmen. Wobei, naja, auch hier konnten wir bisher nicht so wirklich durchatmen. Erinnert euch beim letzten Mal an dieses schöne, nette Wesen, was uns hier begegnet ist. Immer wieder diese Rückblenden. Ich folge ihr gleich. Ich will nur erstmal gucken, was hier noch so ist. Der kann natürlich hier nicht drüber, über diese Theke hier. Warum nicht? Ich möchte da gerne rüber. Da ist der Ausgang. Ich glaube, wir erkunden hier nach und nach das gesamte Schulgebäude, oder? Kann das sein? Boah, dieses Flimmern der Kamera ist echt ätzend. Okay, warte mal. Ich gucke erstmal nach oben. Nicht, dass da wieder irgendwas Nettes aus der Decke kommt. Können wir das hier auch verschieben? Nein. Okay. Okay, da ist zu. Oh, hier möchte ich bleiben. Hier ist es schön hell. Wahrscheinlich denkt sich das Spiel aber auch und macht jetzt hier gleich irgendwas Dummes. So, da ist niemand drin, nein? Dann gucken wir doch mal hier. Ist hier jemand drin? Nein, da ist niemand drin. Okay, hier war auch niemand drin. Und da ist auch. Boah, da könnte man immer Zauber machen. Mal ohne Scheiß. Okay, ich kann hier rein, weil. Aber ich könnte auch gerade nochmal mein Inventar checken. Wie viele How Batterien the habe ich fuck denn do I noch? get out of here? Noch 4 Batterien. Noch 4 Batterien. Alles gut. Der muss seinen Weg rausfinden. Oh ja. So, und ich denke, egal was wir tun, Jess wird nicht stehen bleiben. Sie wird nicht auf uns warten. Weil Jess nun mal nur ein Geist ist. Und da ist schon wieder. Ich glaube, der war es, oder? Ich habe keine Ahnung. Einer von den beiden wird es wahrscheinlich gewesen sein. Oh, guck mal, der alte Windows, was war das, 98 oder 95? Der alte, ja, 3D Walls hieß der, glaube ich, ne? Ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Pater Porcari, ich ließ Fräulein Grey heute den Sportunterricht aussitzen, um mich mit ihr zu unterhalten. Pater Laddermilch erzählte mir, er sei besorgt, sie wäre etwas zu empfindlich. Und das bezweifle ich nicht. Armes Mädchen. Ich weiß, Sie hatten schon mit Ihrem Vater und seiner imposanten Persönlichkeit zu tun gehabt. Und Ihrer Mutter. Was Ihrer Mutter geschah, war eine echte Tragödie. Möge sie in Frieden ruhen. Jedenfalls meint Pater Laddermilch, dass Jessica nicht auf den Schulausflug zur Klavierfabrik sollte. Und ich stimme zu. Wir können nicht riskieren, dass sie davonläuft. Dazu kommt noch, dass die Unterschrift Ihres Vaters auf dem Erlaubnisschreiben recht peinlich als offensichtliche Fälschung zu sehen ist. Ich benötige Ihre Zusage und die Erlaubnis zu verweigern. Wir werden Sie an dem Tag in der Bibliothek lernen lassen. Shelley. Shelley Parham, Vertrauenslehrerin. Oh, ist aber nett. War wirklich sehr, sehr nett. Kann ich die Diskette hier mitnehmen? Ach, schade. Hier irgendwo noch eine rumliegen, genau in der mit dem Aufkleber. Natürlich kann ich hier rein. Warum sollte ich hier auch nicht rein können, nicht wahr? Keine Batterie, keine Batterie. Ich habe wahrscheinlich wieder was übersehen, ne? Höchstwahrscheinlich. Batterien. Batterien. So, und ich vermute, dass gleich wieder irgendwas passieren wird vorne, weil hier geht es jetzt definitiv nicht weiter. Heißt, irgendwas haben wir jetzt wieder getriggert, irgendwas wird jetzt passieren hier vorne, ich weiß es doch genau. Hallo. Entweder auf dem Klo oder woanders. Gute Frage, Blake. Weiß ich auch nicht so ganz.
weiß nicht, was er da labert. Es ist schade, dass diese Sachen keine Untertitel haben. Oh Gott, hier so viele Bereiche, wo man rein kann. Das ist fast schon wieder zu viel, ehrlich gesagt. Und überall die netten Herren hier. Die Gebrüder Farrasen. Schön. Oh, ich hoffe, ich übersehe hier nichts, ne? Das wäre so blöd. Einfach jedes Büro gleich aussieht, ne? So von der Aufteilung her. Mindestens ein Computer drin, ein Schreibtisch, ein Schrank, ein Aktenschrank. Oh, da ist noch... Ja. Das sind voll die Goldgruben hier. Kriegt man so viel Zeug, wenn man sich gut umguckt. Das ist ja mega. Ich liebe das. Das ist super gut, hier für Batterien aufzufüllen, wenn man sich nur genug umguckt. Also das finde ich echt fair vom Spiel. Das finde ich echt super. Gut, was ich wahrscheinlich gleich nicht so lustig finden werde, dass wir hier wieder irgendwo angefallen werden von irgendwem. 100%. Und Räume mit viel Licht sind immer sehr, sehr, sehr gruselig. Weil dieses Licht kann nämlich ausgehen. Aus heiterem Himmel. So, ich lade mal eben nach. Wir haben ja jetzt wieder genug Batterien. Noch mehr Türen, meine Güte. So, jetzt darf gerne wieder irgendwo eine Batterie spawnen. Ich habe ja gerade eine eingesetzt. So. Und diese Störungen sind der einzige Hinweis darauf, dass das hier nicht real ist. Und natürlich, die ganzen merkwürdigen Halluzinationen, die er hat. Ist ja gut, ich gehe ja schon nicht zurück. Passt auf, was ihr tut, kleine Hände. Oh, passt auf, was ihr tut, kleine Hände. Ich höre mir das mal gerade an. Wo kommt der Gesang denn her? Interessant, das scheint von nirgendwo zu kommen. Warum kann ich das nicht orten? Jetzt hat es aufgehört. Ich kann doch normalerweise immer... Sunsible High School. Faith, Christ, God. Okay. Okay, da steht aber nicht, wer das geschrieben hat. Alles klar. Ich weiß, wo wir hier sind. Hier haben wir die Folien geholt, ne? Da liegt wieder was. Okay, alles klar. Hangman. Sankt Ingel. Wir müssen wahrscheinlich gleich wieder was bauen. Ich vermute mal, dass das irgendwelche verdrängten Erinnerungen vielleicht von ihm sind oder so. Ich habe keine Ahnung. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen, dass dem so ist. Ich muss echt sagen, die Effekte haben die verdammt gut eingesetzt hier. Warum muss ich denn da rein? Ich will da gar nicht rein. Ah, guck mal. Jessica, 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 Jessica. Haben die vielleicht wirklich Hangman mit der gespielt und es ist schief gegangen? Ich habe keine Ahnung. Ich will da nicht rein. Leute, ich... Was? Wo bin ich denn jetzt? Kannst du mal nach hinten gucken, bitte, Blake? Okay, ich bin in irgendeinem Baumstumpf oder so. Haben wir den Zettel jetzt nachher noch? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas falsch gemacht. Aber ich bin ja wieder rausgekommen. Das war ja unser Ziel. Ah! Freunde, mach keinen Scheiß, ne? Oh Gott, nein, nicht der. Oh,
Nein! Nein! Ich will mich nicht wandeln. Was? Nein! Was denn? Was habt ihr hier vorbereitet? Salvation after the end. A gospel? Truth. Scheiße, Alter, nein! Nein! Wait! Oh, der kann da gut mit umgehen. Mal so nebenbei, wenn man hier Nägel reinschlägt, hält das nicht. Wir müssen ihn noch hier mit festbinden, dass das reißt ab. Das ist nicht in der Lage, das zu tragen, das Gewebe. Das hat man rausgefunden. Ne, die klassischen Kruzifixe, wo hier die Wunde ist, das würde abreißen. Das würde das Gewicht des Körpers nicht lange halten. Die Nägel müssen hier reingeschlagen werden, weil hier das Sehnengewebe ist stark genug, um den Körper festzuhalten. Und die wurden sowieso noch mit Seilen festgebunden, damit das hält. Das ist hier nicht der Fall. Okay, Entschuldigung, ich höre schon auf zu klugscheißen. Ich versuche nur abzulenken. Oh, was das wehtut. Scheiße. Sorry für die Klugscheißerei, aber ich... Ja, durchhalten habe ich gerade freigeschaltet. Du blutest, du musst einen Verband finden. Ich habe doch noch einen. Oder haben die mir... Die haben mir alles abgenommen. Die haben mir alles abgenommen. Scheiße. Hallo? Ist hier irgendwo... Ja, Wahnsinn! Ja, toll, weißt du? Ey, was? Ich dachte, ich kann jetzt hier mich direkt heilen. Nein, da kommt erstmal der Schlechter vom Bosporus und bringt uns hier um. Oh, Mann.
Ich kann doch kaum laufen, dann tun die mir hier einen entgegenschicken, weißt du? Fuck. Dann muss ich hier noch Schleichaktionen vollführen, ey. Okay, der geht dann nach links weg, ja? Das heißt, ich habe hier Zeit, mich zu holen. Da ist ein Verband. Lass mich bloß. Lass mich in Ruhe, Olle. Geh schlafen. So, danke. Ich will da vorne einen Verband. Ach, danke. Das ist mir hier in Sicherheit. Was? Ach Mann. Ach Freunde, echt jetzt. Ach, das kann doch nicht sein. Entschuldigung, Leute, aber das nervt so ohne Ende. So gut ich das Spiel finde, ne? Aber das ist doch echt nicht wahr. Oh, Mann. Ich weiß hier nicht, wer Freund, wer Feind ist. Jeder greift einen hier an, wenn man nicht aufpasst. Warum denn? Das gibt's doch gar nicht. Ja, komm, greif mich an, damit ich dich losschütteln kann. So, Schnauze. So, gib mir das. Okay, ich versuche mal von hinten in das Zelt reinzukommen. Vielleicht geht das. Vielleicht darf die Olle mich nicht sehen. Das kann ja sein. Das kann ja sein. Ich kann ja von hinten auch noch in das Zelt rein. Ich weiß nämlich nicht, wie lange wir so überleben können. Ich glaube nicht lange. So, wir lassen den jetzt erstmal weggehen. So, die sitzt da. Kann ich irgendwo hinten an der vorbeigehen? Oder vielleicht woanders einen Verband kriegen? Ich kann nicht hinter der vorbeigehen. Na toll. Da vorne ist auch noch irgendwas. So, erstmal abschütteln. Komm. Das gibt's doch gar nicht. Wie soll ich denn das schaffen? Das schaffe ich überhaupt nicht in der Zeit. Wie soll das gehen? Sobald ich die Olle wegbatche. Ist Feierabend, oder? Ich darf gar nicht mit der kämpfen. Warte mal, ich probiere mal was. Ich versuche mal den Verband zu kriegen, ohne dass die Olle mich da. Ich renne da einfach schnell hin. Und dann renne ich weiter. Ich probiere das mal. Andere Möglichkeit sehe ich gerade nicht. Weil der da kommt, ist er hier. Er ist dann ganz schnell wieder da. Er ist ganz schnell wieder da bei seiner Ollen. Und will uns ans Leder. Okay, das heißt, ich renne jetzt da hin, hole den Verband und renne einfach weiter. Ich hänge am Feuer fest. Ich hänge. Okay, die Olle hat uns nicht angefallen. Fuck. Mach jetzt. Guck nicht dahin, mach einfach. Wenigstens greift uns keiner an. So, wir haben unsere Kamera nicht mehr. Scheiße. Wie die da einfach jetzt am Feuer gerade festhingen, ne? So, Ach, da geht's nach oben. Gott sei Dank. So. Hab ich noch irgendwas übersehen? Muss ich hier noch was holen? Ich glaube nicht, ne? Hier ist nichts drin. Da liegt einer. Okay, wir gehen einfach. Komm. Jetzt. Ich wollte schon sagen, da muss man noch hoch können. Da sind schon ganz andere hochgekommen, wie man sieht. Okay, so. Nee, sorry, wenn ich mich da manchmal ein bisschen beschwere. Ich weiß, das ist ja einfach nur schwierig vom Spiel so gemacht, ja. Das ist ja in Ordnung. Aber manchmal, ne, da ist das einfach so nervig, weil man dann ohne Ende stirbt, weil man einfach irgendeine Sache nicht sieht oder weil man einfach nicht weiß, wo man hin soll. Das ist echt mega anstrengend teilweise.
Ich erwarte ja nicht, dass das hier so ein Walking-Simulator wird, wo man einfach durchrennt, aber trotzdem. Das ist manchmal... Oh, die haben gemerkt, dass wir weg sind. Ich glaube, ich gehe besser. Ah! Das Problem ist auch, dass man einfach dann möglicherweise viel zu viel von der Story verpasst, wenn man so schnell hier durchrennt. Ich will ja alles mitnehmen, aber das geht nicht, weil wenn man so schnell wegrennen muss, dann ist einfach viel zu schnell alles... Zu früh aufgestanden, Entschuldigung. Der ist tot, ja? Nein, der ist nicht tot, der lebt noch. Noch ein Verband, sehr gut. Bandagen sind immer gut. Die guten von Hansaplast natürlich. Scheiße. Geh doch mal, geh doch in Deckung! Mann, Blake, ich drück C, weißt du, was macht der? Ist doch echt nicht zu fassen. Echt nicht zu fassen. So, komme ich hier raus? Ja, Gott sei Dank. Komm, nimm das. Geh runter. Raus hier. Okay, die Tür können wir zum Glück nicht mehr zumachen. Ja, ich hätte vorbeirennen sollen. Das war jetzt ein blöd. Das war jetzt ein bisschen blöd. Egal. Ich habe zumindest eine Stelle, wo ich mich verstecken kann. Mann, ich habe mich gerade noch gefreut, ne? Wir haben so schöne viele Batterien gefunden in der Schule und dann sowas. Nö, nö. Hier ist keiner. Der geht wieder ins Haus, ne? Sehr gut. Such du nur weiter, mein Freund. Such du nur weiter. Okay, da, ich denn hier hin? Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Ich muss da weiter, wo die Fackel brennt. Da muss ich weiter. Oder? Von hier kamen wir doch.